Aber wir wollen zeigen, das Gesundheitswesen, das sind eigentlich die Menschen, die darin arbeiten. Und wir alle machen das Gesundheitswesen aus mit unserer Individualität, mit unserer Empathie, mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, aber auch mit unserer Freude, mit unserem Herzblut, mit unseren Idealen, die uns antreiben, mit unseren Visionen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ich spreche heute mit Frau Dr. Med Sabrina Klemm-Radinger. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview von einer jungen Frau, die schon viel erlebt hat in ihrem Leben und die das Thema Medizin für sich entdeckt hat, weil sie vor mehr als 10 Jahren sich dazu entschieden hat, nicht nur Medizin zu studieren, sondern auch sich dem Thema Medizin auf eine neue Art und Weise zu nähern. Sie war in Afrika, sie hat dort Patientenversorgung durchgeführt und sie hat irgendwann, und das war viel, viel noch vorher ihrem damaligen Kinderarzt versprochen, ich werde irgendwann Medizinerin. Und deshalb hat sie diesen Weg eingeschlagen, sie ist dabei geblieben und freut mich sehr, dass sie mit den Gesundheitswesen, und das ist die Initiative, der Zusammenschluss von Ärztinnen, von Krankenschwestern, Therapeuten und so weiter, sich zusammengefunden hat, um das Thema Menschlichkeit in der Medizin auf unterschiedliche Art und Weise zu begleiten und nach vorne zu bringen. Aber ich möchte Sie, bevor es dann losgeht, im Business Talk Podcast nochmal persönlich vorstellen. Dr. Med Sabrina Klemm-Radinger ist 36 Jahre alt, Ärztin in Weiterbildung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Nebenberuflich ist sie als Ärztin in der allgemeinmedizinischen pädiatrischen Versorgung von Asylsuchenden unterwegs. Ist Fachbuchautorin, Podcasterin, Mutter von 2 bezaubernden Kindern, wie sie selber sagt, Ehefrau, Familienmanagerin, Spielgefährtin, Köchin, Bäckerin, aber auch Freundin, Schwester und geduldige Zuhörerin. Freut euch auf einen tollen Podcast mit Dr. Sabrina Klemm-Radinger und wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute ein besonderer Gast und zwar geht es insgesamt um das Thema Gesundheitswesen, aber vielleicht mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive und ich freue mich, Frau Dr. Sabrina Klemm-Radinger als Gast zu haben heute. Sabrina, herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, bei dir zu Gast zu sein. Vielen Dank. Ja, wir steigen mal ein mit der Einstiegsfrage, wer du bist und was du beruflich und privat mit eigenen Worten machst. Ich bin Ärztin, ich bin auch Mutter von 2 Kindern und zurzeit bin ich, also seit neuestem bin ich auch Podcasterin. Genau, das ist so das, was mich gerade am meisten beschäftigt, diese 3 Standbeine. Das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist ja immer das, was mich oder uns hier in dem Podcast auch besonders interessiert. Wie sind so die Lebensgeschichten und wie entwickelt sich das Thema Medizin so aus der persönlichen Warte heraus? Wenn du sagst, du bist Ärztin, Mutter, Podcasterin, steigen wir mal beim ersten ein. Du bist Ärztin. War das für dich ein Weg, der immer klar ist? Also hast du gesagt, war das vielleicht ein Kindheitstraum? Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist tatsächlich so gewesen, genau. Es war ein Kindheitstraum. Ich hatte damals bei meinem eigenen Kinderarzt dem schon in die Hand versprochen, dass ich deine Praxis mal übernehmen werde. Da war ich vielleicht, da war ich sicher noch im Kindergartenalter, ich denke so 4, 5 Jahre alt. Da war das schon ein Wunsch von mir. Und genau, diesen Traum, der hat mich eigentlich nie losgelassen. Denn natürlich geht man durch verschiedene Phasen im Leben. Kurzzeitig wollte ich mal Astronautin werden und ganz hoch hinaus. Aber nein, also es war nie wirklich die Frage, ich kenne diese Beschäftigung nicht, wie es einige in ihrem Leben mal haben, wo sie sich fragen, was werde ich mal, wohin führt mein Weg? Für mich war klar, ich möchte Ärztin werden, nur so ganz linear ist dann der Weg nicht verlaufen. Genau. Nicht so ganz linear, da muss ich natürlich sofort einsteigen. Wie ist er verlaufen?
Ja, ich hatte das Medizinstudium wird ja in Deutschland nach einem Numerus Clausus vergeben. Da muss man einen sehr, sehr guten Abitursschnitt haben. Und den hatte ich nicht so, wie er gewünscht gewesen wäre, sodass ich dann natürlich nicht prompt nach dem Abitur einen Studienplatz bekommen habe und mehrere Wartejahre auch verbracht habe mit diversen Nebenjobs und mit den Fühlern hinausstrecken in die weite Welt. Und schlussendlich habe ich über Luxemburg, also über einen Auslandsstudienplatz, dann den Studienplatz auch in München bekommen im höheren Fachsemester. Das heißt, der Wunsch, Medizin zu studieren oder Medizinerin zu werden, Ärztin zu werden, war ja schon da und auch sehr groß. Gerade wenn du dann auch diesen Umweg auf dich nimmst, ne, zu dem Thema Wartezeit oder Wartezeitüberbrückung, Auslandsaufenthalt. Was hast du gemacht in der Zeit? Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich diverse Nebenjobs gemacht. Unter anderem habe ich in einem Supermarkt an der Kasse gearbeitet und mal so eine ganz andere Seite der Arbeit und auch von sozialen Schichten kennenlernen dürfen, was ich jetzt im Nachhinein total als Bereicherung erlebe. Also diese Wartezeit, so frustrant sie mir damals erschienen ist, mit einem Ziel vor Augen, das in dem Moment natürlich irgendwo unerreichbar schien oder in sehr weiter Ferne, gegebenenfalls unerreichbar. Mir war ja nicht klar, ob ich den Platz bekommen würde. Das ist jetzt im Nachhinein natürlich kann man das ganz anders bewerten. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass ich auch mal was ganz anderes gearbeitet habe. Das finde ich super interessant, weil ich sag mal, diese Zeit zu überbrücken, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Aber du hast einfach gesagt, es ist vielleicht auch gut für mich, einfach mal eine neue Seite des Lebens kennenzulernen und dann einfach auch mal Dinge auszuprobieren. Jetzt gibt es ja viele, gut, die bleiben dann vielleicht nicht im Supermarkt hängen, aber viele sagen, okay, wenn ich einmal anfange, Geld zu verdienen, wenn ich einmal etwas anderes mache, dann ist mein Weg vielleicht dann doch in eine andere Richtung vorgegeben. Aber du hast ja tatsächlich dann nochmal das Medizinstudium aufgenommen. Ich habe auch gelesen, du hast einen Auslandsaufenthalt in langer Zeit hinter dir, beziehungsweise du warst in Afrika, glaube ich, habe ich das richtig gelesen? Ja, war genau, ich war während der Zeit. Nein, das war in der Zeit dann während des Studiums, okay. Genau. Also relativ am Ende des Studiums schon war ich in Afrika, genau. Und was hast du da gemacht? Da habe ich eine Formulatur gemacht, also da gibt es so Pflichtpraktikas während des Medizinstudiums und da habe ich eine dieser Formulaturen in Tansania gemacht, in einem Buschkrankenhaus. Es war total beeindruckend und bereichernd und kann ich wirklich jedem nur empfehlen, so einen Weg mal auf sich zu nehmen, einen weiten Weg, innerlich und äußerlich. Genau, das war sehr bereichernd, ja. Ja, welche Erfahrung hast du da gemacht? Hast du das Gesundheitssystem, das Gesundheitswesen vielleicht aus einer ganz anderen Sicht mal kennengelernt? Ja, tatsächlich. Also in diesem Buschkrankenhaus gab es fast gar keine Computer, fast gar keinerlei Hilfsmittel, außer ein altes Röntgengerät und ein CT, was einmal im Monat funktioniert hatte. Und es gab sehr, sehr viele Patienten. Die Patienten mussten dort bar für ihre Leistungen, die sie vom Arzt erhalten haben, bezahlen. Also auch das Gesundheitswesen, so wie du es genannt hast, ist da nicht wie bei uns sozial organisiert, wie wir es von unseren Verhältnissen kennen, worüber wir uns ja auch oft beschweren, sondern es ist tatsächlich so, du bist krank und du bringst dann entweder im besten Fall Geld oder deine Hühner oder einen Teil deines Einkommens in Form von Getreide oder sowas mit und hoffst, dass die Ärzte dich dann dort versorgen. Genau. Aber oder anders gefragt, hat das Gesundheitssystem oder das Thema Gesundheit da vielleicht eine andere Bedeutung? Dadurch, dass es vielleicht ein bisschen enger am Menschen ist. Du hast gerade gesagt, ich muss wirklich viel Geld aufwenden dafür, dass ich wieder gesund werde. Sind die Menschen da anders eingestellt? Bleiben sie länger gesund? Wollen sie länger gesund bleiben? Hast du die Erfahrung machen können? Ja, die Schwelle an Gesundheitsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, ist einfach wesentlich höher. Also bei uns ist jetzt zum Beispiel eben ja ganz gewöhnlich, dass man für eine Entbindung ins Krankenhaus geht. Das ist dort eben nicht so. Das ist wie bei uns vielleicht vor 100 Jahren, sage ich mal, oder vielleicht muss man nicht mal mehr 100 Jahre zurückgehen. Ja, wahrscheinlich vor 60 Jahren sind ja auch die meisten noch im Elternhaus zur Welt gekommen und dann geht es halt oft gut, aber auch manchmal
wesentlich häufiger als heutzutage hier bei uns nicht gut, sodass es da auch ein extra angegliedertes Waisenhaus gab für Kinder, deren Mütter während der Geburt verstorben sind. Und die Kinder sind dann nach der dortigen Tradition zum Beispiel ins Waisenhaus gekommen, weil die sich nach dem Glauben der Tansanier dann eine Schuld aufgeladen hatten. Also solche Dinge sind einfach, solche kulturellen Unterschiede, diese Erfahrungen zu machen, das ist einfach bereichernd und das nimmst du dein Leben lang mit. Und das fand ich so toll, dass mich das bis heute, diese interkulturellen Begegnungen so inspirieren, dass ich auch weiterhin, das hatte ich vielleicht vorher noch nicht ausführlich erzählt, auch in der Asylversorgung tätig bin, weil ich das wahnsinnig schätze, auch nicht die Begegnung mit den Menschen auch aus anderen Kulturen, wie du gesagt hast, ein anderes Verständnis von Gesundheit, von Krankheit, von Fürsorge, von Selbstachtung, von Medizin, das ist, finde ich, einfach unfassbar spannend. Welche Rolle hast du denn in dem System gespielt, als Medizinerin da vor Ort? Also jetzt du nicht in Person, sondern du als Ärztin. Wird der Beruf, vielleicht auch sogar die Berufung, da anders wahrgenommen? Also der Stellenwert, hat das einen anderen Stellenwert, wenn jemand als Ärztin auftritt? Gesundheitsversorgung im Allgemeinen, hast du ja gesagt, klar, das ist anders, wird anders gesehen, aber auch in der Person? Ja, auf jeden Fall. Also die Bevölkerung dort auf dem Land in Tansania ist einfach sehr wenig gebildet. Viele können vielleicht auch gar nicht lesen. Und da ist natürlich jemand, der studiert hat und dann gerade, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch eine Rolle gespielt. Auch die Hautfarbe natürlich. Eine weiße Ärztin jetzt in meinem Fall oder fast Ärztin. Ich war ja noch nicht mal mehr Ärztin, aber ich habe da tatsächlich so viel arbeiten müssen und Verantwortung übernehmen müssen, als hätte ich die Approbation bereits erhalten, weil es einfach einen Personalmangel gab. Es gab Mangel an Fachkräften, sehr, sehr viele Patienten. Und meine erste Situation war, da wurde ein Arzt gerufen und ich habe hinter mich geschaut und dachte, oh, da steht ja niemand. Bin ich jetzt der Arzt? Und habe dann bemerkt, dass hinter mir nur noch mehr Patienten standen und augenscheinlich sich medizinisch niemand besser auskannte als ich. Und somit ist man dann Arzt gewesen und verantwortlich. Und es ist auch natürlich eine große Herausforderung gewesen und manchmal auch schwer. Die Verantwortung war auch oft schwierig. Wenn ich jetzt so ein bisschen an das Thema, worüber wir wahrscheinlich ja gleich auch noch ein bisschen sprechen werden, Digitalisierung mal nehme, was ja etwas ist, was uns alle sehr beschäftigt im Moment, stellt sich ja sofort die Frage, inwieweit spielt das oder hat das damals schon eine Rolle gespielt? Vielleicht kannst du auch was dazu sagen, welche Rolle es heute auch in Tansania spielt, wenn überhaupt es eine Rolle spielt. Ich glaube an sich darauf hinaus, dass ja die Rolle von Mensch zu Mensch, also diese Face-to-Face-Behandlung, vielleicht doch noch einen anderen Stellenwert hat und dass gerade das Bedürfnis mit einer Ärztin wie dir, also Kontakt aufzunehmen, ja wahrscheinlich für die Bevölkerung dort einen hohen Stellenwert hatte. War das so? Ja, tatsächlich. Also die menschliche Interaktion war für die Bevölkerung das Wichtigste sozusagen. Auch wenn man sich nicht verstanden hat. Ich habe mir dann im Laufe der Zeit so auch ein paar Brocken in Suaheli angeeignet. Aber die Landbevölkerung hatte noch nicht mal mehr die Landessprache Suaheli gesprochen, sondern einen Ortsdialekt. Und trotz allem war diese körperliche Nähe, auch dieses Handauflegen oder auch Blut abnehmen, Blutdruck messen, abhören, also diese ganzen händischen Maßnahmen, die man da auch als Arzt oder auch als Pfleger macht den ganzen Tag, das war für die Patienten eben die Art von Fürsorge, also den Arzt auch zu Gesicht zu bekommen. Mhm. Und weil du die Digitalisierung ansprichst, was ich dort sehr genossen habe, war, wir haben kaum was dokumentiert. Wenn dann mal kurz handschriftlich, aber das ist da noch ein anderes System gewesen, weil, sagen wir mal so, wo kein Kläger da, kein Richter ist, den Leuten war wichtig, dass sie gesund werden, dass sie haben Vertrauen gehabt und sich aufgehoben gefühlt und waren froh, im Krankenhaus zu sein. Und da gab es keine Dokumentationspflicht, das hätte auch keiner nachgeprüft, weil es da keine Instanzen dafür gab, die irgendwelche Abrechnungsziffern oder auch rechtliche Belange irgendwie prüfen, ob alles mit richtigen Dingen zugegangen ist, keinen medizinischen Dienst der Krankenkassen oder solche Scherze, sondern da ging es einfach
einfach um die pure Medizin irgendwo. Ich habe das mit der Digitalisierung deshalb angesprochen, weil ich letztens noch davon gehört habe, dass wir ja auch in den afrikanischen Ländern sehr gut vernetzt, beziehungsweise also vernetzt im Sinne von Internet, eine sehr breite Bandbreite haben, Netzverbindungen haben und so weiter, zumindest in einigen auch Städten. Und da die Gesundheitsversorgung ja sehr häufig über sehr digital, sehr moderne Anamnese-Möglichkeiten besteht. Ich denke da gerade an die Therapie- und Anamnese-App ADA, die so habe ich zumindest gehört, von Menschen, die Kaufläden haben, die irgendwelche Supermärkte betreiben, haben, also die diese Apps haben und dann von den Menschen vor Ort aufgesucht werden, um eben über diese Gesundheits- oder Therapie-Apps die ersten Möglichkeiten mit dem Thema Medizin oder beziehungsweise die erste Verbindung mit dem Thema Medizin bekommen, weil eben die Gesundheitsversorgung vielleicht nicht an der Stelle so flächendeckend gut ist, dass man immer eine Medizinerin wie dich, wie du ja zu dem Zeitpunkt da warst, haben kann. Und dass deshalb das Thema Digitalisierung und Medizin, du hast es ja gerade gesagt, also da gibt es keine Abrechnungsziffern, das Thema Datenschutz existiert auch nicht in dieser Form. Glaubst du, dass das trotzdem eine Möglichkeit ist, mit solchen Hilfsmitteln, mit solchen digitalen Tools in den Regionen das Thema Gesundheit einigermaßen in den Griff zu bekommen? Auf jeden Fall. Also dazu muss ich sagen, als ich dort war, das war 2011, Anfang 2011, also mittlerweile vor 10 Jahren, da gab es da überhaupt schon Smartphones bei uns. Also ich hatte keins mit. Internet gab es dort nicht. Ich weiß, es gab einen Raum mit 2 oder 3 Computern. Da musste man sich anstellen und hat dann kurz seine E-Mails abgerufen. Aber das ist tatsächlich auch schon, weißt du, in der Digitalisierung geht die Zeit sehr schnell voran. Es ist in der Steinzeit gewesen sozusagen, als ich dort war. Deshalb weiß ich nicht, wie es momentan ist, aber tatsächlich glaube ich, dass das, wir waren auch später nochmal, mein Mann und ich, also schon häufiger jetzt in Afrika, und es ist tatsächlich so, dass das Internet sehr gut ist mittlerweile dort auch, und ich glaube tatsächlich, dass das eine tolle Möglichkeit ist für die Bevölkerung, die oft auch räumlich sehr abgeschnitten ist durch fehlende Straßen oder asphaltierte Straßen, einen Zugang, wie du gesagt hast, zur Gesundheitsversorgung zu bekommen oder auch gesundheitliche Aufklärung, auch die Frage nach Verhütung oder kindlicher Beikost, Medikamente, solche Sachen, die einfach eine Aufklärungsfrage sind. Das ist sicher was so eine App sehr gut leisten kann. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Jetzt hat sich in der Zwischenzeit, du hast gesagt, so ungefähr vor 10 Jahren, ja viel getan bei dir. Du bist jetzt gerade in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Psychiaterin und arbeitest in einer allgemeinmedizinischen, pädiatrischen Praxis. Bist aber auch gleichzeitig noch Mutter von 2 Kindern, das hast du gerade gesagt. Bist auch noch sehr, sehr engagiert in einem Projekt oder in einer Initiative, über die wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Wie handelst du das alles? Also das ist immer die Frage, die ich auch ganz oft stelle. Wie kriegt man diese ganzen Themen unter einen Hut? Denn ich sag mal, Ärztin zu sein, in der Weiterbildung zu sein, zu lernen, Patienten zu versorgen, gleichzeitig auch noch eine Familie zu führen. Und hier stehen ja auf dem Zettel noch ein paar andere Dinge, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Du bist Buchautorin zusätzlich noch und führst eben auch so wie es zumindest ich hier das lese, ein sehr ausgeprägtes Familienleben. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Nein, das hat er nicht, natürlich nicht. Und ich schlafe auch gerne und ausreichend, würde ich sagen. Also nein, ich muss sagen, ich schaffe das zum Großteil einfach durch die Unterstützung von meinem Mann. Wir haben uns die Kindererziehung und die Arbeit teilen wir uns ziemlich gut. Es gab Zeiten, als die Kinder neu geboren waren und ich auch noch in Mutterschutz und Elternzeit war. Da hat mein Mann sehr viel gearbeitet, hatte dann auch eher den Rücken frei als auch Arzt, um seinen Facharzt zu absolvieren. Und jetzt zu der jetzigen Zeit unterstützt er mich sehr viel. Wir haben im Endeffekt die Tage aufgeteilt, sodass die Kinder auch klar wissen, Montag ist Mama zuständig, Dienstag Papa und umgekehrt. Genau. Mhm. Ja.
Jetzt hast du auch vorhin gesagt, du bist Podcasterin, hast auch einen eigenen Podcast oder ihr habt den. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Was ist Thema und worüber sprecht ihr in dem Podcast? Und ja, was ist auch mit der Initiative, von der ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe? Ist es eine Initiative? Ist es ein Zusammenschluss? Es geht um das Thema die Gesundheitswesen. Genau. Genau, es ist ein Zusammenschluss. Wir sind sechs Freunde aus unterschiedlichen Fachbereichen des Gesundheitswesens. Wir sind Ärztinnen und Ärzte, aber auch eine Krankenschwester, eine Medizinstudentin, eine Psychologin. Und wir haben uns zusammengefunden mit dem Ziel, mehr Menschlichkeit ins Gesundheitswesen zu bringen, weil uns alle gemeinsam eint, dass es uns aufgegangen ist, dass im Gesundheitswesen viele Menschen an die gleichen Grenzen stoßen und dass es uns darum geht, zu zeigen, Leute, es wird immer über das Gesundheitswesen gesprochen, als wäre das so ein anonymisierter Raum. Aber wir wollen zeigen, das Gesundheitswesen, das sind eigentlich die Menschen, die darin arbeiten. Und wir alle machen das Gesundheitswesen aus mit unserer Individualität, mit unserer Empathie, mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, aber auch mit unserer Freude, mit unserem Herzblut, mit unseren Idealen, die uns antreiben, mit unseren Visionen. Und darauf wollen wir den Fokus legen. Also wir wollen im Endeffekt im Gesundheitswesen darauf schauen, wie arbeiten wir? Neben natürlich nicht abzustreiten, dass das, was auch die fachliche Kompetenz, das ist unabdingbar, das ist das, was ganz unten im Fundament steht, aber wir wollen den Fokus eben auf das Wie richten. Wie wollen wir arbeiten? Und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen du da arbeitest, die werden das genauso sehen, weil sonst wärt ihr ja nicht in diesem Zusammenschluss zusammengekommen tatsächlich. Welche Rolle spielt das denn für dich? Wir haben gerade ja schon kurz über das Thema Digitalisierung gesprochen. Glaubst du, dass das ein Widerspruch ist, auf der einen Seite mehr Digitalisierung, mehr Prozesse vielleicht auch zu systematisieren? Man sagt ja auch, alles, was systematisiert werden kann, kann auch digitalisiert werden. Glaubst du, dass das im Grunde so ein bisschen den Patient und den Arzt voneinander entfremdet? Oder siehst du da auch Chancen, dass die Digitalisierung dazu führen kann, dass man wieder näher zusammenkommt? Sowohl als auch. Also ich glaube, die Digitalisierung kann vieles vereinfachen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass jetzt tatsächlich mal alles digitalisiert wird. Also ich weiß nicht, machst du dir eine Vorstellung davon, dass wir zum Beispiel in der Klinik Dinge haben, die wir auf Papier aufschreiben und dann aber auch noch mal am Computer notieren müssen? Also das ist Ja, doch, das. genau, das ist meiner Meinung nach der totale Irrsinn, weil anstatt man dann irgendwann vielleicht die Umstellung nach vielen Jahren ja so hinkriegen könnte, dass man sagt, es ist alles digitalisiert, es gibt eine Dokumentation im Computer. Nein, es wird auch alles nochmal irgendwo handschriftlich dokumentiert, was natürlich eine Zusatzarbeit, eine Zusatzbürokratie schafft und den Arzt, aber auch die Pflegekraft, den Psychologen, den Logopäden, den Ergotherapeuten und die Physiotherapeutin natürlich von ihrem eigentlichen Handwerk abhält in der Interaktion mit dem Menschen. Und das wäre zum Beispiel was, was ich mir total wünschen würde. Und dann glaube ich zusätzlich, dass die Digitalisierung auch gerade im ambulanten Bereich so vieles erleichtern kann. Digitale Terminvereinbarung, aber auch Beratungsangebote können meiner Meinung nach auch digital ablaufen. Auch jetzt in der Pandemiezeit haben wir tatsächlich auch Psychotherapie digital angeboten. Auch das funktioniert. Man braucht die funktionierenden Systeme und dann kann sogar eine Beziehung von Mensch zu Mensch, eine sehr intime Beziehung in der Psychotherapie. Muss sagen, das waren keine Erstgespräche, sondern das war auf eine bestehende Beziehung aufgebaut. Aber nichtsdestotrotz kann das auch digital über ein Videoangebot stattfinden. Und das finde ich großartig. Ja, ich Weil denke uns, auch. ja, Ja, entschuldige. Entschuldigung. Nein, nein, sag du. Nein, weil ich glaube, es uns im Alltag auch einen Raum frei macht, den wir derzeit sehr bürokratisch gefüllt haben. Ich glaube, ich hatte letztens gelesen, dass wir ein Drittel unserer Arbeitszeit alleine mit der Bürokratie zu tun haben und eigentlich Verwalter von Aufgaben sind, die wir so gar nicht gelernt haben in jeglichen Fachbereichen des Gesundheitswesens.
Und das glaube ich, da wäre noch ein großes Potenzial, da Raum zu schaffen, wieder für eine Begegnung von Mensch zu Mensch, also das, worum es eigentlich ging. Finde ich sehr schön, dass du das so beschreibst. Ich glaube auch gerade, du hast das Thema Psychotherapie angesprochen. Ich glaube, dass gerade so eine Pandemiezeit zeigt, dass dieses Thema sprechende Medizin so wichtig ist und dass es auch andere Möglichkeiten gibt, weil wenn ich überlege, alle Menschen, die jetzt gerade in einer Therapie sind, also in einer Psychotherapie sind und eben Gesprächsbedarf haben, diese nicht wahrnehmen können, weil die Praxen zu sind und weil wir diese Beziehung gerade nicht herstellen können, diese 1-zu-1-Beziehung, dann glaube ich, wäre das Problem im Gesundheitswesen ja noch viel größer. Also jetzt können wir es darstellen, weil es eben zum Beispiel das Thema Telemedizin, Videosprechstunde gibt. Ne? Du hast gerade gesagt, vielleicht macht es durchaus Sinn, dass man sich schon mal gesehen hat, dass man eine Therapie beendet oder auch vielleicht neu anfängt, wenn man sich schon kennt. Aber auch Gruppensitzungen oder auch diese ganzen Themen, glaube ich, kann man sehr, sehr gut über das Thema Videosprechstunde beziehungsweise Telemedizin abbilden in unterschiedlichen Art und Weisen. Also da bin ich sehr, sehr bei dir. Wir beschäftigen uns ja auch sehr, sehr damit. Und gerade das Thema Psychotherapie in der Pandemiezeit ist ja ein sehr, sehr großes Thema und die Plattformen werden auch immer größer. Also von daher finde ich das sehr schön, dass du das auch bestätigst, jetzt gerade auch aus der Praxis, tatsächlich aus der alltäglichen Praxis, in der du ja da zu tun hast. Das ganze Thema digitale Prozesse oder auch Nähe, mir fiel dieser Satz ein, Nähe ist ja keine Frage von Entfernung, wenn tatsächlich eine Arzt-Patienten-Beziehung bestehen kann oder eben auch erhalten bleiben kann, jetzt wie in der Pandemie. Wenn du dieses Thema zusammen Mensch zu Mensch und auch Empathie und Mindfulness und so weiter, Achtsamkeit, glaubst du, dass das auch wichtige Themen sind, die sich Ärzte mehr annehmen sollten, also auch selber auf sich achten? Ich weiß, ich spreche es jetzt gerade an, weil du dich gerade damit beschäftigst, meinen gemeinsamen Bekannten, Dr. Alvar Mollig, der ja auch schon hier im Podcast war und der diese wunderbare Mindful-Doctor-Konferenz ja aufgerufen hat, mit dem ihr gerade, glaube ich, ein Seminar zusammen macht oder eine Veranstaltung zusammen organisiert. Wie siehst du dieses Thema, dass der Arzt, die Ärztin sich auch mehr um sich kümmern muss, weil die Belastung ist ja groß im Moment? Wichtig. Das ist für mich einer der zentralsten Punkte. Es ist vor allem sehr wichtig, finde ich, in helfenden Berufen. Es gibt dann sehr sehr schönes, aber auch relativ zäh zu lesendes Buch, das ist von Wolfgang Schmidbauer, das heißt Hilflose Helfer und beschreibt den Typus eines Arztes oder eines Menschen, der sich aussucht, ins Gesundheitswesen zu gehen sozusagen. Was ist es, was muss man da für einen Charakter haben, welches Temperament bringt man mit, welche Erfahrungswerte, was ist vielleicht auch in der Kindheit passiert, was hat man erlebt, welche Faktoren spielen eine Rolle, dass man einen helfenden Beruf ergreift und wie schnell kann es passieren, dass man zu einem hilflosen Helfer wird. Und da ist eben ein zentraler Punkt, dies zu vermeiden, meiner Meinung nach eben essentiell und für jeden jederzeit zu beachten, täglich zu beachten, dass wir auch auf uns achten, dass wir uns nicht aufopfern für Ziele, die wir vielleicht gar nicht erreichen können oder für mutmaßliche Ziele, die wir in die Patienten hinein interpretieren, sondern da immer wieder zu reflektieren, was ist mein gemeinsames Ziel mit dem Patienten, was ist mein Ziel, auch früher. Vielleicht ist auch früher nicht das richtige Wort, aber vielleicht haben auch einige Ärztinnen und Ärzte das Ziel, den Tod zu verhindern, auch dahin mal zu schauen und zu sagen, der Tod ist was wir nicht verhindern werden. Einen Fokus zu haben, wohin will ich, was kann ich leisten, was bin ich bereit von mir dazu zu geben, und da ist es essentiell, auf sich selbst gut zu achten und gut in seiner Mitte zu sein. Siehst du das oder erkennst du das bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die da fahrlässig mit umgehen, immer noch? Also du hast ja jetzt vielleicht den Blick einmal auf der einen Seite Krankenhaus, auf der anderen Seite von der Therapie, aber auf der Seite natürlich auch von den Kollegen und Kolleginnen aus den Praxen.
Weil ich erlebe es tatsächlich ja wieder, dass das oft zurückgestellt wird, dass gerade junge Ärzte, die eine Praxis übernehmen oder die in eine eigene Praxis einsteigen, sehr, sehr bemüht sind, dass es läuft, weil vielleicht auch Sorge da ist, dass etwas nicht gut funktioniert. Aber gehört es nicht genauso zum unternehmerischen Denken dazu, zu überlegen, wie kann ich auf mich achten? Doch, definitiv. Natürlich gehört es dazu. Weil nur dann können wir auch für andere eine Stütze sein. Also das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Eigenheit von Ärzten und ich ertappe mich ehrlicherweise auch öfter mal in der Woche, dass wir dazu neigen, noch Dinge abzuarbeiten und das muss noch getan werden und das ist noch nicht und das muss noch für den Patienten, nur noch dieser Rückruf und dann ist jetzt schon 2 Uhr und ach, die Kantine hat schon zu und ach, was esse ich denn jetzt noch schnell und ach, jetzt ist keine Pause gemacht worden und da einfach gut für sich zu sorgen und nicht nur für andere und dieses Muster zu entdecken und sich dabei täglich zu ertappen, festzustellen, warum sorge ich nur für andere und wenig für mich? Das ist für mich ein Learning, was ich auch tatsächlich jeden Tag immer noch habe und mich aktiv erinnern muss und auch mich daran erinnern muss, was ist meine Aufgabe und was kann ich hier leisten? Und ich bin dazu übergegangen, so eine Art innerliches Mantra mir zu sprechen, mir zu sagen, ich bin hier ein Begleiter, ich kann nur das leisten, was der Patient auch tragen kann, mitgehen will und da in keine Überforderung, in keine Überarbeitung reinzulaufen, weil ich glaube, das kann eine Ursache sein, dass man selbst ein anderes Ziel verfolgt als das, was der Patient verfolgt. Mhm. Und dann läuft man in unterschiedliche Richtungen und kommt in eine unausgewogene, ist man in keiner Balance mehr. Genau. Gerade das Thema Balance, glaubst du, dass in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern Dinge fehlen? Also fachlich nicht, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, ja, wir sind alle sehr gut ausgebildet. Das sehe ich übrigens auch so. Also ich glaube, fachlich ist die Expertise eines ausgebildeten Arztes oder später auch Facharztes sehr, sehr hoch. Aber gibt es andere Faktoren, wo du sagst, die fehlen mir, die haben mir gefehlt im Studium beziehungsweise jetzt auch in der Weiterbildungszeit, die würden mich interessieren? Also im Studium tatsächlich, also als ich studiert habe, gab es kein Fach oder kein Seminar zum Thema Ärztegesundheit oder das Thema auf sich selbst zu achten, Tools dafür. Vielleicht gab es mal einen Kurs für progressive Muskelrelaxation oder so, aber die Selbstfürsorge, die Arztgesundheit, das ist nichts, was in meinem Studium im Vordergrund stand. Jetzt in meiner Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychiaterin, da ist eine Selbsterfahrung über 1,5 Jahre ein Pflichtbestandteil. Das ist eine sehr teure Ausbildung auch. Also wie gesagt, es dauert 1,5 Jahre. Es ist eine sehr zeitintensives Seminar, wo es darum geht, sich selbst zu erfahren mit seinen eigenen Schattenseiten, aber auch mit seinen eigenen Stärken und Ressourcen und auch dahinter zu schauen, woher kommt es, dass ich so bin, wie ich bin, was sind meine Muster, was sind meine wunden Punkte, wo komme ich mit einem Patienten auch in eine Gegenübertragung, das ist für mich etwas ganz Wichtiges, das wird immer abgetan, so in die Psychokram-Ecke, aber das ist in unserer menschlichen Begegnung was sehr Essentielles, dass der andere mir natürlich auch was von mir selbst spiegelt und ich vielleicht in ihm was sehe, was er gar nicht ist, sondern ich ihn unbewusst vergleiche mit was ich selbst mal erlebt und erfahren habe, weil der Patient vielleicht meinem Vater ähnelt oder meiner ehemaligen Freundin, mit der ich mich aber schon in der Schulzeit zerstritten habe oder sowas. Sowas ist für mich essentiell und das sollte meiner Meinung nach ein fester Bestandteil in der ärztlichen Ausbildung sein, wenn nicht sogar auch in der Ausbildung aller Menschen, die in sozialen Berufen sind und in Interaktionen mit anderen menschlichen Individuen. Absolut, also die Auseinandersetzung mit sich selber, um das auch zu erkennen, ne? Wo kommen Dinge her, hat ja auch vielleicht noch was mehr und mehr mit einer Entwicklung der Persönlichkeit zu tun, nicht mit Weiterentwicklung, sondern mit Entknoten vielleicht auch ein bisschen mehr, wo kommen viele Dinge her, die ich mir selber irgendwie angeeignet habe.
Was hast du denn vor? Was willst du machen, wenn du fertig bist mit deiner Weiterbildung? Willst du in die Praxis? Willst du im Krankenhaus arbeiten? Gibt es da schon eine Idee? Ach, ja, nicht so konkret, ehrlich gesagt. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Vielleicht lasse ich mich mit meinem Mann gemeinsam nieder. Es ist alles derzeit sehr dynamisch. Für mich ist wichtig, dass ich da, wo ich jetzt bin, mit dem, was ich jetzt gerade tue, mit dem zufrieden bin. Das ist auch so was, was mir wichtig ist, vielleicht heute zu erwähnen. Ich habe damals, als ich meine letzte mündliche Prüfung gemacht habe vom Staatsexamen, den Tipp meiner Prüferin bekommen oder die ganze Prüfungsgruppe, dass wir uns doch einen Zeitpunkt im Jahr festsetzen sollen, in dem wir innehalten und für uns reflektieren, bin ich so glücklich mit dem, was ich tue, beruflich, aber auch privat, muss ich Weichen stellen, muss ich eine Kehrtwendung machen, für sich selbst einfach zu überprüfen, was ist der Ist-Stand und was muss ich ändern. Und das habe ich mir tatsächlich zu Herzen genommen, gemeinsam mit meinem Mann, dass wir sehr oft Dinge verändern, wenn sie nicht mehr passen. Und das ist mir weiterhin sehr wichtig. Und deshalb machen wir immer wieder Pläne und haben Fantasien, aber schlussendlich kommt dann das Leben dazu und das ist das, was es bunt und lustig und schön macht. Und ich kann mir vieles vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich nochmal in einen anderen Fachbereich der Medizin reinschnuppere. Wir werden sehen. Es ist ein Prozess. Momentan sind die Gesundheitswesen auch wirklich was, was mich sehr erfüllt, das Networking mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Vielleicht geht es mal eine Zeit lang ganz aus der Patientenversorgung weg. Ich weiß nicht, Oliver. Ich werde es sehen. Aber letztendlich ist es ja schön, weil es das ist, was du machen willst. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Hängt ja auch mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, nämlich da sich so ein bisschen selber zu sehen, auf sich selber zu achten, was passt jetzt gerade und was ist gut. Wenn du und dein Mann mit der Familie das gemeinsam entscheidet, dann, ja, mir lag jetzt auf der Zunge, dann kann es ja nur gut werden, weil ihr das gemeinsam entscheidet und weil es dann eine Richtung ist, für die ihr euch aktiv entschieden habt. Ich wollte auch so ein bisschen darauf hinaus, nehmen wir mal theoretisch an, ihr würdet in die eigene Praxis gehen, weil du das gerade auch gesagt hast, ne? Die Ja. Niederlassung vielleicht mit deinem Mann. Fühlt ihr euch da gut vorbereitet? Also jetzt von allem, also wüsstet ihr, wie es angeht? Also jetzt auch von der unternehmerischen Seite aus? Nein. Nein. Nein, also tatsächlich, mein Mann hat schon als angestellter Arzt in der Praxis gearbeitet und so ein bisschen auch in das Thema Abrechnung und so reingeschnuppert. Aber ja, ist eher sowas, womit muss man auch sich immer noch mal im Hintergrund haben, ja auch, dass der Arzt eigentlich keine unternehmerische Ausbildung genießt, auch keine Ausbildung hinsichtlich Führung oder ja Personalführung. Auch der Chefarzt hatte das übrigens nie, einen Kurs zu Personalführung, merkt man vielleicht manchen Chefärzten auch an, das nur nebenbei. Aber auch zum Thema Abrechnung, Unternehmen, aber auch bist ja da auch dein kleines Unternehmen in deiner Praxis mit deinem Personal, auch das ist sowas, nee, gut vorbereitet ist man das sicherlich nicht. Also ich fühle mich dafür nicht vorbereitet. Auch die Frage hat natürlich den Hintergrund, dass wir da mit sehr vielen Medizinern drüber sprechen. Wenn der Podcast ja auch heißt Arzt und Unternehmer, dann ist das natürlich etwas, was mir mal wichtig ist, auch nochmal zu fragen, nicht um dich zu ärgern, sondern um einfach zu sehen, dass der Bedarf da groß ist, um zu sagen, wo kriegen wir diese unternehmerischen Skills denn her? Also auch schon im Studium. Ich habe heute Nachmittag noch ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einer Universität hier aus der Region. Also ich bin ja, komme in Nordrhein-Westfalen hier oben und da gibt es eine sehr interessantere Universität, die sich in einer ländlichen Region damit auseinandersetzt, wie können wir junge Medizinerinnen und Mediziner jetzt schon für die spätere Niederlassung begeistern und was müssen wir tun, damit sie sich diesen Weg auch zutrauen. Ne? Und das ist eben insofern spannend. Da geht es eben auch einmal um das Thema Mindfulness. Da geht es auch darum, wie geht man mit jetzt schon mit sich um und worauf achtet man, aber eben auch über das Thema, wie kann ich denn diese Entscheidung, die du gerade ja beschrieben hast, also das Thema Führung, das Thema Betriebswirtschaft, das Thema Abrechnung, das Thema nicht nur selbstständig arbeiten, also selbst und ständig in der Praxis, sondern eben als Unternehmer aus der Adlerperspektive gucken,
wie kann ich meine Mitarbeiter dazu befähigen, Dinge mit mir im Team gemeinsam umzusetzen. Ne? Und Führung heißt ja nicht nur delegieren und weggeben und von oben herab, sondern die heutige Führung heißt aus meiner Sicht ja, miteinander in einer Praxis zu arbeiten und gemeinsam an einer sicheren Patientenversorgung zu arbeiten. Ne? Das ist so meine Vorstellung von einer gesunden, modernen Praxis. Dieser Weg dahin, den zu beschreiben, ist sicherlich spannend und deshalb bestätigst du ja nur, dass das auf jeden Fall auch noch in das System gehört. Ja, das ist toll, super spannend. Ich danke dir auch ganz sehr für deine offene Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen und finde es sehr schön, dass ihr da auch, also du mit deiner Familie, du mit deinem Mann gemeinsam in eine Richtung denkt. Zum Schluss des Podcasts habe ich ja immer so ein paar Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, also eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Wir starten mal damit, wenn du in die Zukunft guckst, die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren? Meiner Meinung nach ist die Zukunft der Medizin menschlicher. Sie muss menschlicher werden. Sie muss weniger ökonomisiert werden und das Wie muss wieder mehr Platz einnehmen in der neuen Generation. Fällt mir gerade spontan ein, finde ich super, weil auch das Thema Krankenhaus spielt da natürlich eine Rolle. Wir rechnen ja viel zu viel damit, also rechnen tatsächlich, ne, was bringt ein Patient und wie lange darf er liegen. Und wenn in Krankenhäusern nicht der Mediziner entscheiden darf, sondern der Betriebswirt, dann wird das wahrscheinlich immer in diese Richtung gehen. Aber wahrscheinlich ist es ganz wichtig, dass das Klinikum von einem Mediziner geführt wird, wieder mehr, ne? Und nicht zu sehr von Betriebswirten. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit ganz persönlich? Boah, da könnte man schon wieder einen ganzen Podcast drüber sprechen. also das Thema Gesundheit, das ist ja ganz lang und breit auch in der WHO-Definition eben ja natürlich nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Da hat ja auch im Salutogenese-Modell der Herr Antonowski sich sehr lang und ausführlich darüber Gedanken gemacht mit seinem Kohärenzmodell. Das wird sicher vielen was sagen. Also ich finde vor allem, dass heutzutage, wo auch psychische Erkrankungen, das ist ja mein Steckenpferd, immer mehr ausgeprägter werden, vielleicht auch häufiger diagnostiziert werden, aber auch die Menschen viel mehr darunter leiden, ist mir vor allem auch wichtig zu sagen, es ist in der Entwicklungspsychologie auch schon lange erkannt, dass die psychische Dimension auch einfach sehr, sehr wichtig ist im Thema Gesundheit. Da haben mal Jugendliche in der Umfrage gesagt, mir ist wichtig, wenn ich gesund bin, mache ich mir keine Sorgen. Also das Thema Gesundheit ist wie ich vorhin schon gesagt habe, wir könnten einen ganzen Podcast drüber sprechen, aber mir geht es im Endeffekt darum, dass ein gesunder Mensch, der sieht einen Sinn im Leben, der weiß, für was er lebt, was seine Ideale, sein Antrieb ist, der kann Aufgaben lösen, der kennt seine Ressourcen, der kann sich selbst verstehen und sich verständlich machen, seine Probleme und Belastungen. Also angelehnt an das Salutogenese-Modell ist es für mich so ein Zusammenspiel dieser drei Dinge von Gesundheit. Und ganz wichtig eben, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit macht dich gesund. Also sehr ganzheitlich das ganze Thema. Ne? Ja, du hast recht, da können wir wahrscheinlich viel, viel länger drüber sprechen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in den letzten Jahren, in der letzten Zeit? Gerne medizinisches Thema, muss aber nicht sein. Darf ich nur ein Buch oder darf ich auch ganz mehr? Viele, ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele. Wenn du willst. Ja. Also ein Buch, was mich tatsächlich sehr erreicht hat, im letzten Jahr habe ich das gelesen, das ist von einem der bekanntesten Psychiater und Psychotherapeuten der Welt, dem Erwin Yalom. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist seine Autobiografie, Wie man wird, was man ist, heißt der Titel. Und da beschreibt er seinen Weg, wie er Psychiater geworden ist und was er in seinem Leben, er ist mittlerweile, geht auf die 90 zu, Ende 80, sowas in der Art, was er für Learnings hat, die werden da beschrieben und es ist vor allem sehr authentisch und es ist wahnsinnig ausdrucksstark geschrieben und kann ich wirklich jedem empfehlen,
der auch nichts mit Psychotherapie zu tun hat. Er ist übrigens normalerweise bekannt für seine Romane und Nietzsche meinte, kennt vielleicht jemand. Ach. Aber das ist seine Autobiografie und die ist wirklich hervorragend. Ja, gut. Wenn er auch Romane schreibt, dann ist es wahrscheinlich auch gut zu lesen. Ne? Ja, ist gut zu lesen, ja. Und dann habe ich vielleicht noch zwei kleine Tipps. Ein Buch, was mich auch schon viele Jahre begleitet, ist von Jorge, ich kann nicht kein Spanisch, Jorge Bucay heißt er. Das ist ein südamerikanischer Autor, ist auch Psychiater und Psychotherapeut. Komisch, warum wohl? Der ist sehr bekannt. Sein Buch Ich erzähle dir eine Geschichte ist sehr bekannt und das ist auch gut, aber von ihm gefällt mir besser, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem. Enthält viele Kleingeschichten, die einfach zum Nachdenken anregen. Das gefällt mir sehr gut und meine letzte Empfehlung ist so ein Herzensbuch. Das ist von Henning Mankell und dieses Mal kein Krimi oder Thriller, den er ja sonst schreibt, sondern ein Roman, der nennt sich Der Chronist der Winde. Und der handelt von einem, glaube, 10-jährigen Straßenkind, der in Afrika auf einem Dach liegt, weil er angeschossen wird und da seine letzten Tage verbringt. Und das ist ein weiser Junge und der erzählt ganz ergreifend, was ihm da in seinen letzten Tagen noch durch den Kopf geht. Mhm. Das ist ganz schön. Ja, hat mich übrigens das Buch, vielleicht was Privates, auch zur die Namensgebung hat mich inspiriert zum Namen von meinem Sohn. Neo, da muss ich ja sofort nachfragen. Wie heißt dein Sohn? Nelio. Oh, sehr schön. Ja, das ist besonders. Also, drei tolle Buchtipps. Ich habe das mal mitgeschrieben. Mal gucken, wir machen ja auf jeden Fall sowieso alle Verlinkungen von dir, auch von den Gesundheitswesen und so weiter in die Shownotes, dass jeder vielleicht auch Kontakt aufnehmen kann, wenn er möchte. Es gibt ja vielleicht einige Mediziner, die das sehr, sehr interessiert und dann Kontakt aufnehmen möchten. Also wenn das okay ist, würden wir die ganze Verlinkung in die Shownotes machen und die Bücher vielleicht auch mit dazu nehmen. Dann kann jeder vielleicht selber mal den Link aufsuchen und dann mal gucken, was du uns da empfohlen hast. Die letzte Frage hast du wahrscheinlich schon beantwortet. Ich wollte fragen, mit wem würdest du gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen? Aber vielleicht fällt dir ja noch jemand anders ein, außer deinem Mann. Ich habe mal in einer Kinderarztpraxis gearbeitet und da hat mir der mittlerweile pensionierte Inhaber der Praxis, ein alter, sehr weiser Kinderarzt, gesagt, falls du mal eine Praxis gründen willst, eine Praxisgründung ist fast wie eine Hochzeit. Und das hat er mir sehr ausführlich erläutert, warum er das findet und warum er sich von diversen Partnern auch schon getrennt hat. Und das habe ich mir gemerkt und zu Herzen genommen und deshalb würde ich nach wie vor sagen, ich werde wahrscheinlich nur mit meinem Mann mal eine Praxis gründen. Okay, das akzeptiere ich so. Sehr, sehr gut. Ja, es ist ja die Erfahrung, die man noch mitnehmen muss. Ne? Genau. Sehr schön. Ja, Sabrina, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute Abend. Tolles. Ja, ich danke dir, Oliver. Hat Spaß gemacht. Genau, tolle Infos, die du auch sehr persönlich weitergegeben hast. Freut mich sehr. Das ist das, was finde ich immer super spannend. Viele fragen mich ja immer, wo machst du den Podcast? Natürlich auf der einen Seite, um Menschen vorzustellen, um auch die Geschichte dahinter zu präsentieren und das unternehmerische Thema auch mal einfach deutlich zu machen, welche Möglichkeiten gibt es in der Medizin, was kann man alles machen und welche Möglichkeiten hat man neben entweder Praxis oder der Klinik eben noch. Und da hast du wieder tolle Impulse gegeben. Aber ich mache den Podcast auch einfach, weil ich so gerne mit Menschen spreche, die tolle Geschichten erzählen. Also vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit heute Abend. Für alle die heute mit dabei waren, auch vielen Dank an euch oder an Sie, dass ihr dabei wart heute. Eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns hört. Da freue ich mich sehr drüber. Und bleibt unternehmerisch und wünsche euch eine tolle Woche. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Danke, Oliver. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und dass ich unser Herzensprojekt, die Gesundheitswesen, vorstellen durfte. Und ich würde vielleicht zum Schluss gerne, wenn es die Zeit erlaubt, noch ein kurzes Zitat vorlesen. Sehr gern. Ich habe was rausgesucht vom Professor Mayo, einem Medizinethiker aus Freiburg. Und der hat geschrieben, wir brauchen eine Medizin, die Verbindung herstellt zwischen Wissenschaftlichkeit und Menschlichkeit. Expertise, gedankliche Schärfe und vor allem der Erkenntnis des Herzens.
Das lassen wir genauso stehen. Ich danke dir. Schöne ich Woche. Danke dir. Eine schöne Woche. Ciao.